eure Videos. Moin Gemeinde, willkommen zu Folge 429. Wir müssen mal wieder richtig schön werbefreundlich anfangen. Die haben mir erst wieder ein Video gelb gemacht. Deswegen hier. Gänse, 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 Gänse. Ach, und habt das in Postillon auch gelesen? Ach, die Altersarmut wird immer schlimmer. Die Leute gehen 45 Jahre arbeiten und trotzdem reicht die Ente nicht. Die Rente nicht. die Enten füttern mittlerweile schon die Rentner mit Brot. So ist es. Das ist die Realität heutzutage. Wie geil. Oh, ist das geil. Steht hier rechts die Sat1-Kommandozentrale? Aha. Okay, also hier ist es zweispurig. Und der Bus gleich, Junge, wie kann man so kackendreist sein, zieht raus, voll auf Puntino in die Gegenspur und sie muss ausweichen, oder was? Das hat er einfach mal vorausgesetzt, dass das so funktionieren wird. Wie ihr seht, können wir wieder nichts hören. Wir fahren schon seit 10 Minuten hinter dem LKW her. Kurven und Hügel. Und Jonas hat gesagt, nee, ich überhole jetzt nicht. Fertig. Und 10 Minuten sind rum. Hinten dieser Citroën, der jetzt gleich überholt. Schon am Drängeln und mit der Arme am Fuchteln. Dahinter noch ein Audi, der auch schon so dicht auffuhr. Beide also total nervös mittlerweile. Ja, das ging ja mal also gerade so haarscharf noch gut aus. Der Audi hat den LKW aber touchiert. Gucken wir uns auch nochmal an. Und in dem Bulli saß auch ein Pärchen, Frau schwanger natürlich. Das hätte auch ganz anders ausgehen können. Der Audi-Fahrer sprach überhaupt gar kein Deutsch und hat dann da irgendwie da rumgestikuliert. Ja, er hätte doch geblinkt, er hat auch Lichthupe gemacht, damit der andere bremst und so. Ja, hallo, in welchem Land fährt man denn so? Hier nicht. Die Polizei freute sich sehr über die Dashcam-Aufnahme. Noch vor Ort wurde darüber diskutiert, ob der Führerschein direkt eingezogen werden sollte. Was daraus geworden ist, weiß er nicht. Schriftlich äußern musste er sich später auch noch. Aber man hört ja nie wieder was davon. Leute, bleibt cool. Habe ich euch eigentlich schon mal erzählt, dass ihr 90 oder 100 fahren sollt auf der Beschleunigungsspur, bevor ihr euch einfädelt? Ich weiß nicht, was der PKW da vorne macht, aber davon ist er weit entfernt. Was? Was hast du gesagt? Also wenn ich das hier sehe, wie viele Fahrradfahrer auf diesem kurzen Abschnitt, den wir jetzt hier sehen, rumfahren, dann würde ich sagen, hier ist es aber dringendst mal Zeit für einen Radweg. Und dass das bitter nötig ist, erkennt man auch an diesem komischen Trampelpfad, der sich hier rechts gebildet hat. Slummi will hier jetzt links abbiegen und deswegen blinkt er auch schon. Doch dem Gegenverkehr ist das total wurscht. Also, wie kann man denn da so überholen dann? Vor allem, wenn ich schon blink. Dann nur zu sagen, ich bin der Gegenverkehr, die Sparflächen, den Linksabbieger. Die beiden fahren gleich weiter, also cool bleiben. Was stimmt mit denen nicht? Zack, da liegt die Frau auf dem Bart, hat sich an der Augenbraue was aufgeschlagen, blutet, Hose kaputt, Knie ein bisschen kaputt, aber an und für sich ging es. Captain Jack hat sofort angehalten, danach kam ja auch noch diese Frau und sie haben sie auf den Beifahrersitz gesetzt, da konnte sie sich dann mal mit einem Tuch das blutende Gedöns da am Auge wegmachen, da am Innenspiegel. Und naja, sie hat dann noch ein bisschen Wasser getrunken, wollte aber keinen Krankenwagen, es geht ihr gut, sagt sie. Er sagte, sie macht auch keinen verwirrten Eindruck, von daher haben sie sie dann ziehen gelassen. Aber die Hose, die gute Hose war kaputt. Naja, man kann nicht alles haben. Mit Fahrradhelm wäre die Augenbraue vielleicht wieder heile geblieben, ne? Captain Jack sagt noch, Leute, haltet an, passt auf, guckt nach. Und gerade wo ich das erzähle, fällt mir ein, dass ich irgendwann durch die Gegend gefahren bin und plötzlich war da dieses Fahrrad im Graben. Ich angehalten, weil ich dachte, pff, da liegt jetzt gleich noch der Besoffene neben, ne? Weil es stand da ja so komisch da im Graben da rum, da zwischen den Brennnesseln. Aber ich habe mir das angeguckt und da war keiner. Und als ich hinten beim Fahrrad war, habe ich gedacht, hä, jetzt kommen die bösen Buben gleich vorne aus dem Gebüsch und klauen mir mein Auto. Ne? Also, aber in so einer bösen Welt leben wir dann anscheinend doch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das Fahrrad da stand und mein Auto stand da ja auch noch. Also bin ich eingestiegen und weggefahren.
Bam Bam Bonsai hat erstmal einen verdammt coolen Namen. Einen ganz kleinen, verdammt coolen Namen. Naja, auf jeden Fall, es ist Winter. Die Sonne steht tief, es blendet wie die Sau. Aber naja, da musst du durch als Lurch, wenn du Frosch werden willst. Huch, wo kommt der denn her? Von den Bauarbeitern, fragt einer. Naja, alles gut. So, jetzt weiß ich ja, dass wir in diesen Videos immer damit rechnen, dass irgendwas passiert. Aber habt ihr es gesehen? Jetzt mal ganz ehrlich. Jedenfalls haben wir das große Glück, auch noch eine Innenperlektive zu haben. Und das schauen wir uns doch auch nochmal an. Vor allem am Ende seine Resignation, so nach dem Motto. Okay. Ist nicht lustig. Nee, alles gut. Wie geht der Spruch? Was schert es den Baum, wenn sich ein Wildschwein dran schrubbelt, ne? Ja. Gar nicht. So ist es auch hier mit dem Bagger. Interessiert den überhaupt nicht, weißt du das? Hier, das da hat Bam Bam Bonsai Angstpipi genannt, was sein Mercedes gegen den Bagger gemacht hat. Ja, also hier sehe sogar ich als Amateur, da ist was kaputt gegangen. Im Video kann man übrigens sehen, dass die Baustelle überhaupt nicht abgesichert ist. Abends stand da dann ein Achtung Baustelle-Schild. Da er das Auto vor einem Jahr nur für 3000 Euro gekauft hat, hat er auf einen Rechtsstreit verzichtet. Er war ja eh nicht rechtsschutzversichert und naja, wer weiß, wo das hingeführt hätte. Die Baufirma hat nie was gesagt, hat nie irgendwelche Ansprüche gemeldet. Seine Autoversicherung hat sich da auch nicht für interessiert, war letzten Endes alles sein Problem. Und naja, das Auto war weg, das Geld war weg. Ja. Ach ja, die Polizei hat ihm noch 35 Euro abgeknöpft für nicht angepasste Geschwindigkeit. Also 50 ist da, er ist auch 50 gefahren. Von daher kann es ja nur wegen nicht angepasster Geschwindigkeit der Situation entsprechend gewesen sein. Ne? Also wenn man nichts sieht, muss man halt langsamer fahren. Er sagt außerdem noch, er möchte nicht, dass es so dargestellt ist, als wären die von der Baustelle schuld gewesen. Ne? Er sagt sich zum Beispiel auch, was, wenn da ein Kind gewesen wäre auf dem Weg zum Bus und er hätte es nicht gesehen und hätte es einfach, man mag es nicht zu Ende denken. Schaut euch diese Ansammlung von Menschen an, dazwischen Kinder mit Luftballons. Der eine Luftballon geht stiften, das Kind verliert ihn. Ich halte diese menschlichen Schicksalsschläge einfach nicht aus. Ruf doch mal einer die Polizei. Da ist er schon. Da ist er schon. Gott sei Dank. Blaulicht ist schon an. Mein Gott, das muss jetzt aber alles ein gutes Ende finden. Oh, der Luftballon. Jetzt der Luftballon gerettet. Na bitte, die Polizei, dein Freund und Helfer. Aber wir sind Deutsche, in jedem noch so schönen Video werden wir was zu meckern finden. Wir suchen so lange, bis wir das eine Suppe finden. Schaut einfach in die Kommentare, die Leute meckern immer. Hallo. Ach kommt, wir gucken uns dieses absolute Chaos einfach mal an. Boah, Stadtverkehr kann so anstrengend sein. Und ich brauche ja auch gar nicht schimpfen, weil egal auf wen, jeder macht es irgendwie falsch und nicht ideal und also einfach blöd. Nur das Moped hat er vollkommen übersehen. Moped regt sich zu Recht auf. Aber gucken wir mal weiter. Das arme Moped wird direkt nochmal abgedrückt. Abgewürgt. Naja, ihr wisst schon. Aber, oh schau, ich treffe nichts, macht's wieder gut. Zwar nicht beim Mopedfahrer, ich weiß auch nicht, ob der vorhin den Finkelstieg angezeigt hat. Weißt du, es ist halt übersehen, es war ja nicht eine Absicht oder was. Aber, komm. Ja, ich sage, wenn ihr es nicht auf die Autobahn schafft, bei der Auffahrt, dann fahrt ihr auf dem Standstreifen weiter und gebt auch weiter Gas, weil ihr müsst ja auf 90 oder 100 kommen, damit ihr euch zwischen die LKW einordnen könnt. Oder dahinter oder davor. Aber das hier, also das ist aber auch ein echt weit hergeholter Freestyle, ne? Ganz im Ernst. Da hätte Käffchen wahrlich Zeit genug gehabt,
einfach hinter diesem gelben LKW zu bleiben, da sich hinter einzufädeln, zu warten, bis alles vorbei ist, so, und dann, gut, die anderen kriegen es natürlich auch nicht hin, ziehen direkt raus und so weiter, aber daran sieht man ja, es ist Platz genug gewesen, also das hier ist auch wieder für den Arsch gewesen. Bin ich nicht mit zufrieden? Nein, da musst du jetzt ein Käffchen ausgeben. Meine PayPal findest du in der Beschreibung. Leute, ich danke für eure Videoeinsendungen, ohne die hätten wir alle nichts zu gucken. Ich danke auch fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!